Ja, gute Frage. Reizstil ist eigentlich was, was ich möglichst vermeiden möchte. Also ich möchte nicht gerne in einer Schublade mich sehen, die von irgendeinem Stil abhängig ist. Außer man interpretiert Stil als, was dient meiner Gesundheit, was dient meinem Wohlbefinden. Und ansonsten könnte man es sehr klassisch orientiert bezeichnen, weil gerade in der klassischen Reiterei ja auch die Pferdegesundheit im Vordergrund gestanden hat. Aus einem ganz praktischen Nutzen damals, dass man einfach ein Pferd, wenn man sehr viel Arbeit investiert, auch lange hat. Und diese Werte sind eigentlich meine Grundwerte. Und wenn ich dann sage, ich reite klassisch, kann man es dann doch wieder nicht ganz so bezeichnen, weil ich meine, dass diese klassischen Lektionen, die in Büchern transportiert wurden und uns damit bis in die heutige Zeit ja kenntlich sind, dass man die noch wesentlich ausweiten kann, ausdehnen kann und darum, ja, komme ich wieder zurück auf den Punkt, klassisch orientiert, aber möglichst ohne Stil. Ich würde es jetzt ganz gerne nicht Problem nennen, sondern eher, wo sind die idealen Ansätze, wo man was verbessern kann. Und das ist immer im allerersten Gang das sich hineinfühlen ins Pferd. Ich bin jetzt gedanklich mit einer Reiterin auf dem Pferd, dass man als allererstes einmal lernt zu spüren, was bewegt sie unter mir, dass ich diese Bewegung aufnehmen kann und dann erst anfange, es zu beeinflussen. Und das ist das, wo ich gern die Reiter gern hinbewegen möchte oder darauf hinweisen möchte und es wird sehr, sehr gerne angenommen. Was ich noch sehr gerne in die ganze Reiterei mit reinbringe, ist das Bewusstsein für den eigenen Körper. Das, glaube ich, kann man der sicher noch als Zusatz auch hier nennen. Es geht darum, dass man sich selber körperlich fit macht, dass man seine eigene Beweglichkeit schult. Das muss jetzt nicht übermäßiges Turnen oder übermäßiger Sport sein, aber ein eigenes Körperbewusstsein zu fördern und Beweglichkeit zu fördern. Das ist das, was man der ganzen Reiterei mindestens in meinen Augen zur Seite stellen sollte, um wirklich gut und angenehm reiten zu können. Also ich schaue der ganzen Reiterei, da stehe ich wahrscheinlich ein bisschen alleine da, aber trotzdem sehr positiv entgegen. Und zwar in dem, dass dieses, nennen wir es mal Kuchenstück, der Menschen, die sich sehr intensiv mit sich und dem Pferd wirklich auseinandersetzen wollen, dass dieses Kuchenstück immer größer wird. Die Sportreiterei, das darf alles sein, das hat alles seine Berechtigung, das soll auch so sein, aber ich glaube, es wird auch wirklich der Bereich, der sportlich unabhängig ist, immer größer und immer interessanter, weil dort wirklich viele Menschen eben durchaus diese Erfüllung auch drinnen finden, nicht nur den sportlichen Erfolg, sondern diese persönliche Erfüllung im Reiten, im Zusammensein mit Pferd. Das macht mich eben sehr optimistisch und ich sehe da eigentlich eine gute Zukunft und ich versuche, die mitzugestalten.